Ich reiß mir den Arsch auf und von euch kommt nichts zurück. Wirklich, der ist einfach nur, der Koala ist der Influencer der Tiere. Macht nichts, super beliebt. Arschloch, fick dich, Koala! Herzlich willkommen zu Falsch, aber lustig. Die Sendung, die Business, wie wer wird Millionär. Nur ohne Millionen und ohne Günther Jauch und mit Fragen, die nicht hetig sind, sondern möglichst lustig. Heute mit dabei Alex Stolz, Katja Langerz und Till Reiners. Ich freue mich. Ganz genau. Wenn ihr nichts verpassen wollt, einfach den Kanal abonnieren und nie wieder wird eine Folge an euch vorbeiziehen. Das ist was, ein Angebot, das ich euch machen möchte. Wie immer geht es heute nicht um die richtige Antwort, sondern um die lustigste. Und wie immer fragt man sich, oh nein, aber wer bestimmt denn, wer einen Punkt hat? Wer gewinnt? Wer gewinnt? Wer hat denn eine Ahnung? Ich, nur ich bestimme, wer heute Abend diesen Abend gewinnt. Was gewinnt man, fragt man sich. Früher hatten wir so einen Bilderrahmen, ne? Erinnern sich einige, machen wir nicht mehr. Der Gewinner oder die Gewinnerin des heutigen Abends darf den Slogan für den RBB der nächsten Woche bestimmen. Yay! Ich habe keine Ahnung! Ich habe keine Ahnung, wer sich da im Sender dachte, ja, das ist eine gute Idee, da werden bestimmt, nein, da kommen bestimmt tolle Sachen mal raus. Ja, warten wir denn. Wer das ist, werden wir jetzt rausfinden und zwar nach unserem ersten, zweiten und dritten Spiel. Das erste Spiel heißt, solltest du nicht sagen. Ist recht einfach erklärt. Ich gebe euch eine Situation und ihr sagt mir, was man da nicht sagen sollte. Namen für Dumme. Frage Nummer 1. Dinge, die du in einem schwedischen Möbelhaus nicht sagen solltest. Till. Ich habe ins Bett gemacht. Ja, das ist, ja, das ist eine Sache, die man nicht sagen möchte. Oder ist unangenehm. Aufgabe dann erfüllt. Dankeschön. Ach, das Katjana ist nicht die richtige Toilette. Da bleiben wir einfach beim Fäkalhumor. Ja, Fäkal. Das geht einfach weiter. Ja. Wir holen die Leute ab. Alex. Ich brauche einfach nur irgendeinen Teppich ohne Blut drauf. Okay. Ja, das ist wohl, das will man nicht hören. Till, nenne mir etwas, was man in einem schwedischen Möbelhaus nicht sagen sollte. Ach, man darf nur die eigenen Kinder abholen. Katjana. Oh, ich habe gestern mit Billy Schluss gemacht. Der ist total zusammengebrochen. Den musst du unbedingt wieder aufbauen, ja? Der hat irgendwie eine Schraube locker. Und warte. Der konnte mich nie richtig nageln! Ah. Wow. Geil, aber auch mit diesem amerikanischen Sitcom-Ding von Leute! Immer Riesenapplaus für Katjana, bitte! Wow! Dinge, die du in deinem schwedischen Möbelhaus nicht sagen solltest. Alex. Könnt ihr ganzen Fremden jetzt mal raus aus meinem Wohnzimmer? Ja, dann macht das der Blick, den ich dir zu sehr abgenommen habe, bin ich ganz ehrlich. Till? Kann ich auch einfach das Regal abholen, das ich vorher ausgesucht habe, ohne durch die 20 Kilometer Ausstellungsfläche zu laufen? Das ist ein richtiges oder Ding, oder? Was ist denn da los? Ich wusste es. Ich weiß, es ist keine große Pointe. Sehe ich ein. Ist doch trotzdem scheiße. Hallo, Ikea. Ich hab's ja online recherchiert. Eine halbe Stunde lang habe ich ausgesucht. Ich weiß genau, welches Regal es ist. Nee, aber hier ist doch die Gartenabteilung. Hier ist doch die Sanitärabteilung. Brauchen Sie ein Kinderbett? Nein! Ja, wir sind öffentlich-rechtlich. Es gibt natürlich noch andere große schwedische Möbelhäuser. Ja, Roller, da gehe ich gerne hin. Ja, selbst Poco Domäne ist besser. Poco Domäne. Danke. Die Firma dankt. Ist übrigens mein Slogan für den RBB. Alex, sag mal, ich habe mich immer schon gefragt, gibt es eigentlich Dinge, die man in einem schwedischen Möbelhaus nicht sagen sollte? Das war ein tolles erstes Date. Oben sind die Schlafzimmer, willst du noch mit hochkommen? Ganz im Ernst, es wäre so geil, das durchzuziehen. Oder nicht? Till. Ach, man muss angezogen bleiben. Ich fand's witzig. Jetzt Alex, werde ich auch warm. Das Ding ist, unser altes Bett hat immer so gequietscht und wir müssten halt gucken Sie einfach 5 Minuten weg. Nice. Das passiert ständig. Mhm. Das mit dem Quietschen oder? Das mit dem Sex. Mit den 5 Minuten. Das mit den 5 Minuten.
Frage Nummer zwei. Dinge, die du beim Boarding im Flugzeug nicht sagen solltest. Till. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Das ist mein erstes Attentat. Katjana. Darf ich neben Ihrem Kind sitzen? Ich liebe es. Alex. Also ich mache das heute ja auch, um gegen Vorurteile anzukämpfen. Also die Leute sollen einfach verstehen, dass das kein arabisches Ding ist. Dinge, die du beim Boarding im Flugzeug nicht sagen solltest. Till. Kann ich den Döderteller auch mit ins Handgepäck nehmen? Katjana. Ich glaube, mein Drogenkondom in meinem Arschloch ist gerade geplatzt. Es bleibt beim... Ich liebe, dass es beim Thema Billy Boy bleibt. Alex. Ich kenne den Piloten. Wir haben früher mal zusammen so Ego-Shooter gespielt. Ah, man muss angezogen bleiben? Ja, das war locker. Frage Nummer drei. Dinge, die du in der Schlange vor dem Club nicht sagen solltest. Till. Aber man muss angezogen sein. Sorry. Ja, schade, dass du mir meinen Besten jetzt weggenommen hast. Sorry, Till. Aber mach. Oh, ich bin so aufgeregt. Das ist mein erstes Attentat. So nicht. Katjana, sag mal, was sollte man eigentlich in der Schlange vom Club nicht sagen? Ach so, wir pinkeln uns erst drinnen gegenseitig in den Mund. Ah. Ja, ist gut. Ah. Alex. Sorry, kann ich vielleicht vor? Ich habe nur die Dose Mais und eine Cola. Nice. Till. Oh, ich hoffe, sie spielt auch Coco Jumbo. Wie, ich darf nicht rein? Ich bin Kumpel mit Friedrich Merz. Das war politisch. Oh. Das koppeln wir aus für Radio 1. Hm. Alex. Mir egal, was da drin los ist. Du kannst dich ganz normal hinten anstellen, auch als Sanitäter. Hat noch jemand einen? Könnt ihr die Musik leiser machen? Ich würde mich hier gern unterhalten. Ich bin in einer festen Beziehung und liebe meinen Partner. So nicht Berlin. Wow. Oh, und damit einen großen Applaus für den Gewinner des ersten Spiels. Geben wir alles für Alex Stolz. Alex! Wenn ihr eine Idee dafür habt, was man nicht vor dem Club sagen sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir kommen zum Spiel Nummer 2 mit dem Namen That Escalated Quickly. Es funktioniert so, ich werde euch gleich moralisch verwerfliche Fragen stellen und ihr müsst mir die beantworten, ob ihr wollt oder nicht. Na? Und die witzigste Erklärung gewinnt. Wer kommt zur ersten Frage? Welches Tier sollte sofort aussterben? Ja. So. Müsst ihr darauf antworten? Sehr unmoralisch, aber Till. Koala. Koala, what? Ja, genau, da gibt's hier lange Gesichter. Ja, der ist ja immer so süß. Ja eben, der macht gar nichts. Mega beliebt, super scheiße, ich reiß mir den Arsch auf. Und von euch kommt nichts zurück. Wirklich, der ist einfach nur, der Koala ist der Influencer der Tiere. Macht nichts, super beliebt. Arschloch, fick dich, Koala. Okay. Dann möchte ich mich auch noch mal im Namen unseres Hauptsponsors WWF davon distanzieren. Wir lieben alle Tiere. Katjana, welches Tier sollte sofort aussterben? Ich habe gesagt Hunde. Wow. Ich habe das Gefühl, wir gehen immer weiter, ne? Ja, die Reaktion ist aber ganz wow. Ehrlich, guck mal, Hunde. Weil dann haben wir viel mehr Leinen. Wir brauchen mehr Leinen, weil diese Leinen, ja, die Hundeleinen brauchen wir nicht mehr, ja, weil keine Hunde mehr da sind. Ja. Die werden dann alle zu Gürteln. Cool. Weil dann rutschen die Hosen nicht mehr. Ja. Und wenn es eins ist, was ich hasse, sind es rutschende Hosen. Sind wir dabei? Berlin und München, Hamburg, rutschende Hosen. Und darum sollen alle Hunde sterben.
Anders geht's ja nicht. Wir haben eine Abkürzung versucht, das hat nicht geklappt. Mein RBB-Slogan: Hunde ausrotten lassen, Hosen sitzen. Das heißt, du würdest uns jemandem geben und sagen, dass du liebst dieses Tier seit 12 Jahren, deine Kinder sind damit aufgewachsen, wir müssen sie jetzt erschießen. Die Frage ist, warum? Weil deine Hose rutscht. Here. Und dann ist die Antwort, naja, dann nehme ich einen Gürtel. Dann würdest du sagen, ja, jetzt habe ich schon abgedrückt. Jetzt, na ja. Alex, sag mal, welches Tier sollte deiner Meinung nach aussterben? Ja, ich habe so eine ganze Art, ich will mich nicht unbeliebt machen, aber Dinosaurier. Evaluiere. Was? Naja, die sind so groß und gefährlich, die können von mir aus alle weg. Das finde ich gar nicht. Ich fände, die Welt war spannender mit Dinosauriern. Du kennst die Welt mit Dinosauriern nicht. Was jetzt? Ja doch, aber hä? Jurassic Park 1, 2, 3, World 1, 2. Was ist los bei dir? Was hast du eigentlich gegen Dinosaurier ja, jetzt? Ja, also ein Brachiosaurus, der jetzt hier wäre. Welcher ist der Brachiosaurus? Bitte? Welcher ist der Brachiosaurus? Er sieht aus wie eine sehr große Schildkröte und dann hat er so Stachel, so Zeug drauf. Nein. Geil! Ich wusste, dass wir so Dino-Nerds haben, die sagen nein! Ja, Dino. Nein! Ein Achtjähriger meinte da hinten nein. Ja. Das ist der Streptococcosaurus! Was ist der Brachiosaurus, ihr Freaks? Der mit dem langen Hals. Danke, dass da eine ganze Gruppe aussitzt. Ja, das steht ja nicht im Widerspruch, dass er einen langen Hals hat. Doch. Und dann sieht er aus wie eine Schildkröte ansonsten. Wir haben noch eine Frage. Meine Frage an euch lautet, Leute, was ist eigentlich die beste Naturkatastrophe? Till! Wenn sich die Erde auftut. Liebe ich. Oder? Einfach so ein richtiger Krater und dann fällt man rein. Super mysteriös, super gruselig, super viel. Weil jetzt mal ganz ehrlich, stell dir mal vor, hier wird sich so die Erde auftun. Oh nein! Und wir würden dann wegrennen und es ist dann einfach so ein Riesenschlund. Man guckt bis rein und man sieht das Ende des Schlundes nicht. Grusel. Siehst du das genauso, Katjana? Nein. Ich sage Überschwemmung! Ganz viel Wasser, man kann schwimmen und wenn man es gut timet, wenn man es gut timet und genug Spüli dabei hat, wird es zur Schaumparty. Alex? Meine Antwort ist Eiszeit. Weil. Das Ding bei dir, ne? Also irgendwie. Dann sinken zum ersten Mal die Eispreise. Seit langem. Und niemand fragt dich mehr, ey, was ist eigentlich deine Lieblingsjahreszeit? Ja, gut, und dann haben wir einen großen Applaus für den Gewinner der zweiten Runde, Till Reiners! Ja! Dankeschön! Ja, ja. Ich mag dich. Ich weiß. Wenn der Hate-Mob kommt, reagiere ich auf ihn. Bevor es in den Kommentaren wieder heißt, das ist eine persönliche Sache, dass der Till Reiners nie einen Punkt gibt. So, ihr Wichser, da hat er einen Punkt gekriegt. Das ist eine persönliche Sache. Danke, Leute. Und das war der letzte Punkt der Staffel, Freunde. Willkommen zu unserem dritten Spiel. Das heißt, wie ist die Headline? Funktioniert recht einfach. Ich zeige den drei Menschen gleich Bilder und sie erklären mir, was die Bildzeitschrift, ist keine Zeitung, was die Bildzeitschrift für eine Überschrift darüber setzen würde. Weil sie keinen Journalismus machen. Ja. Wir kommen zu Bild Nummer 1. Ihr seht das Bild vor euch. Alex. Jawohl. Wie lautet die Überschrift zu diesem Bild? Neuer Herbsttrend. Babys. Schön. Es ist so weit unten, ich liebe es. Katjana, was würdest du sagen, ist die Überschrift zu diesem Bild? Ja, ganz klar. Zwei Fliegen mit einer Babyklappe. Haar will kindlos werden. Der Gag ist, das Baby hat eine Fliege an, okay? Nicht schlecht. Till. Sexgeil. Kind saugt an Nippeln. Katjana. Bergisch Gladbach. Neuer Ehemann für Heidi Klum geworden. Nice. Nice. Okay, okay. Till? Dreist. Kleiner Mensch kommt aus Vagina. Viel zu doll. Kommen wir zur Auflösung, wollen wir auch nicht mehr vorenthalten. Die Überschrift, die es tatsächlich gab, war Hilferuf an unser Gesundheitsminister, warum wir unser Baby Karl Lauterbach genannt haben. What?
the fuck? Wow. Und was vor allem, der hat auch noch einen Nachnamen dann. Der heißt denn Karl Lauterbach Schmidt. Oder so. Wir kommen zum nächsten Bild. Till, was ist die Überschrift? Till Schweiger trifft seinen klügsten Fan. Dumm und vernuschelt, der neue Podcast, unverständlich. Nice! Alex. Gewalt am Set, Darsteller berichten von Poldis linker Klebe. Till, hast du noch eine? Podolski besucht Schweiger am Set, ich bin nur wegen der Weiber hier. Jesus. Ich glaube, das dürfen wir nicht senden, weil wir auf jeden Fall verklagt werden dafür. Katjana. Zwei Dumme, ein Gedanke. Klammer auf, wirklich nur ein Gedanke. Alex. Breaking News. Nicht so guter Film in Arbeit. Moment. Till Schweiger und Lukas Podolski planen eine Serie über sich. Balla balla und gluck gluck auf großer Fahrt. Wollt ihr die echte Überschrift wissen? Die erste sauber eingelocht. Die echte Überschrift ist: Poldi verweigert Autogramm auf nacktem Busen, obwohl Till es gefordert haben soll. Wow. Wo man denkt, holy shit. Boah, krass, immer wenn ich Till höre, denke ich, ich bin gemeint. Das macht mich fertig. Ich hätte nie gedacht, dass man sich das anguckt und denkt, Poldi, gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Poldi ist super. Wir haben ein drittes Bild. Man weiß noch nie, was noch bei kommt. Wir haben ein drittes Bild. Es ist dieses hier. Alex, wie lautet die Überschrift? Gerettet. Alpezin Versuchstier. Ja, aber man muss sagen, keine Schuppen. Katjana. Pussy-Alarm. Das Wort ist an sich einfach so lustig. Und die Bild. Da, es ist auf jeden Fall die Bild. Was ist das denn? Das ist der Pussy-Alarm. Katzen werden immer schamloser, also. Till. Das passiert mit deinem Penis, wenn du Kokain drauf machst. Hat noch jemand eine? Ekelhaft. Dieter Bohlen verschickt Dickpics. Die echte Überschrift lautet: Dealer stechen Katze Knast-Tattoos. Bei Razzia gerettet. Das ist ja einfach nur krass. Also wie du so abgefuckt bist, dass du dir denkst, die Katze, ne? Ja, lass sie tätowieren. Okay. Andererseits haben wir heute schon gesagt, dass alle Hunde aussterben sollen. Also. Wir haben noch ein viertes Bild. Was ist die Überschrift zu diesem Bild? Till. Vorgedrängelt. Gertrude F. gesteht frechen Buffetbetrug. Ja, das ist die Bild. Das passt dazu. Katjana. Neue Studie beweist, Kreuzfahrtgäste sind zu 98% Hurensöhne. Alex. Horrorkreuzfahrt. Moritz Neumeier tritt auf Schiff auf. Oh. Also Entschuldigung. Moment. Also. Alex. Ich hab übrigens die Folgeschlagzeile. Vogue-Comedian Neumeier tritt auf mein Schiff 4 auf. Ich spiele hier so lange Maultrommel, bis das Haus abbezahlt ist. Ich habe noch Horrorkreuzfahrt. Neumeier spielt Zugabe übers Gendern. Zuschauer sind entsetzt. ZuschauerInnen. Oh, wow. Aber ich habe... Das, ja. Nein, ich finde das, find das gut, wenn es nochmal. Haben wir noch eine weitere für jemanden? Ja. Frohlich, so kommt Günther Jauch zur Arbeit. Till. He's rich, ja. Yeah. Daniel Kübelberg wieder aufgetaucht. Er singt schon wieder. Daniel, schön, dass du wieder da bist.
Und deswegen, meine Damen und Herren, einen großen Applaus für den Gewinner des dritten Spiels, Till Reiners! Wow. Aber auch natürlich bei diesem Spiel, bei diesem Bild wollen wir euch nicht vorenthalten, was die eigentliche Überschrift war. Und sie lautet: Kreuzfahrthorror in der Karibik. Toter Passagier verwest den Getränkekühlschrank. Das ist einfach so viel Dollar als alles, was die gesagt haben. Oh, die Bild-Zeitschrift. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Wir machen einen Applaus für denjenigen, der zwei Spiele gewonnen hat und eins nicht. Geben wir alles für Till Reiners! Und damit haben wir einen neuen Slogan für den RBB. Und er lautet: RBB, wer uns sieht, ist bald tot. Das war's von uns. Nächstes Mal wieder einschalten. Einfach auf die Glocke drücken, Kanal abonnieren, gerne was kommentieren. Guckt euch am besten noch andere Videos von uns an. Dort eins, sieht genauso gut wie das eben. Bis zum nächsten Mal und tschüss. It's